Moin Moin, da sind wir wieder. Das letzte Mal habe ich das Landgut gekauft und jetzt würde ich gerne mal wissen, was mache ich denn damit? Walker Landgut, Noob, Stufe 2, aktuelle Auslassung 42%. Gekauft 1834, Kaufpreis 228.000, Profit die Woche, Profit gesamt. Wenn ich in der Woche 0 mache, da kommt ja jetzt der Konkurrent. Da unten angetuckert. Der kauft ja jetzt was. Ne? Da muss ja die Null weggehen. Das Ding gehört ja mir. Aktuelle Auslastung. Die ist ja Jones 4% Aktien gekauft. Von wem? Von mir? Was mache ich denn damit? Betrieb verkleinern, Betrieb verkaufen, Betrieb erweitern. Und dann? Maisfarm. Durch Vergrößerung dieses Industriezweigs erhöht sich die Produktion von 3,2 auf 6,4 Waggonladungen pro Woche. Aha, das sind also Waggonladungen. Damit ist diese Frage endlich mal beantwortet. So, mir gehört jetzt das Maisgut. Ich will, dass das jetzt da Gewinn abwirft. Jetzt muss ich hier mal schauen. Die Alde hat hier irgendwelche Aktien gekauft. Von mir? Ja. Was ist denn deine Aktienanteile? Von mir selber wahrscheinlich. Ihr seht das so, jetzt, die hat 4% Aktien von mir. Das ist nicht gut. Mein Bude ist aber 13 Millionen wert. Das kannst du mal vergessen, dass du hier, ne? Und dich wollen wir hier fusionieren und dann tun wir die platt machen. So, Indianapolis. Gehört auch mir. Was ist denn das hier überhaupt? Was braucht ihr denn? Korn. Bedarf pro Woche. Bestand in der Stadt. Bedarf pro Woche alle Städte. Produktion die Woche. Geh mal weg eins. Fleisch für Export. Leder für Export. Leder für Export. Indianapolis hat Leder. Und Chicago? Was nehmt ihr denn überhaupt? Wir nehmen halt keine Schuhe, ne? Doch. Was ist denn das? Lager voll. Das Lager ist auch hier voll. Welcher Zug fährt denn da? Hier, auf dieser Strecke. Das bist du. Auch automatisch. Headhunter, nee. So, dann müssen wir mal weiterschauen, bevor wir hier dann weiter was optimieren. Wir brauchen eine größere Stadt, Doc Murphy. Jetzt kaufen die alle von mir die Aktien weg. Warte mal, Züge im Einsatz 15, davon Expresszüge 2. Alter der Lokomotiven, Durchschnitt 1 Jahr. Wie geht denn das? Das kann ja überhaupt nicht sein. Das, okay, 13 Millionen. Was ist denn hier los? Quartalsgewinn brauchen wir jetzt nicht. Was ist denn hier los? Tatsache. Oh, sehr schön. Diesen Bauplatz werde ich mir schnappen. Ach Gott, wo denn? Wir brauchen eine größere Stadt, weil die nehmen dann auch mehr an. Bist kaputt, ne? Ja, zufällige Panne. Indianapolis? Nee. Wir gehen... hierhin, Atlanta. Was ist hier los? Zufällige Panne. Fleischexport, Lederexport, Stoffexport, Passagier, okay. So geht es hier nicht. Was fährt denn auf der Strecke Montgomery? Ja, der ist aber nicht voll. Was fährt denn da? Fracht. Atlanta Montgomery fährt auch Fracht. Atlanta Montgomery, das hier. Warten auf Augusta, Atlanta A. Wird entladen. Die ist ja eben leer gefahren. Atlanta Montgomery Fracht. Wird beladen. Du fährst mir hier aber nicht leer durch die Gegend, ne? Es ist Zeit, mein Geld ein wenig für mich arbeiten zu lassen. Ja. Lass arbeiten.
Hier ist noch ein leeres Gleis. Okay, aber was nehmen wir nochmal? Atlanta ist eine größere Stadt. Ah, jetzt hat er hier die Kühe entladen. Der fährt ja sowieso leer zurück. Großer Bahnhof nicht. Aber nochmal Atlanta. Information. Stand in der Stadt. Bedarf pro Woche. Kühe und Getreide. Der hat halt auch noch Getreide. Jede Menge. Das holen wir uns wo? Ich glaube, wir brauchen mal so einen Umschlagsbahnhof. Hier ist nämlich überhaupt kein Getreide. Umschlagsbahnhof. Kein Getreide. Wo soll ich denn das herholen? Das Mais. Ui, Atlanta hat kein Getreide. Hier in der Nähe. Ist ganz schlecht. Da unten ist Jackson. Da, doch da. Hier, komm. Kollege, bevor nämlich der andere dahin baut. Ich meine, wir haben ja noch eine andere Gegnerin. Oh, du bist also noch nicht ganz sicher. Immer Zahlenraum 0 bis 1. An diesem Betrieb steht bereits ein Bahnhof. Ja, das ist mir egal. Erpressung. Dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Wenn du nicht sofort 120.000 bezahlst, wird einer deiner Betriebe des Typs Mais sabotiert. Bezahlst du den geforderten Betrag? Nö. Das kann ja nur ein Kollege gewesen sein. Ich mach dich alle, du. Ich mach dich alle. So. Wie geht denn das hier? Warte mal. Nee. 20%. Warte mal. Kann man da hoch? Ist ja jetzt mal egal. Wo ist denn das Ding? Hier, komm. Kann man da dran? So, zack. Jetzt lass mal hier gucken, wie das denn hier geht. Ja, so nett. Was ist das denn? Wie kann man denn da dran? Das ist der da rumfällt. Wir machen das anders. Da schrotten die mal. Pause ist ja noch. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier... Ach, das ist ja ein zweigleisiger. Ja, pass mal auf. Wir machen das mal so. Nix. Wir machen das mal so. Gehen hier dran. Gehen da durch und tun erstmal das Stück da dran machen. Lass ihn mal weiterfahren. Was ist los? Der Fabrik steht zum Verkauf. 600.000. Ist die Viehzucht? Nee. Ich würde dann gerne auch mal wieder zurückspringen, wenn sie mich da irgendwo hinleiten. Louisville, Atlanta. Wo war denn das jetzt hier? Okay, hier fährt ja wohl keiner rüber. Ich will den jetzt... Ich wollte den eigentlich da durchjagen. Warte mal. Schließen den an. Wo bist du? Sieht alles in Ordnung aus. Kaufen. Der kommt jetzt hier an. Da müsst ihr hier warten. Signale. Wenn der zurückkommt, muss der auch da warten. Auslastung 11. 9. 0. Ey, Alter! Hör auf, hier ständig Aktien zu kaufen. Express, 50 km/h. Wollen wir das? Erhöht die Transportvergütung pro Frachtwagen um 8%. Wir machen erstmal das. Da müssen wir hier, der fährt da durch. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal... Signal. Ja. So, jetzt pass auf.
Zuglinie. Robert? Der Robert? So? Fährt er auch da drüber, ja? Ja, ist schon richtig. Ja. Fracht? Du bist eine Frachtlokomotive? Zack. Was haben wir hier? Neue Bewerber, die sind alles eingesetzt. Du machst hier minus 20% Wartungsbedarf. Bei den Kursen kann ich einfach nicht Nein sagen. Alter. Nee, den bin ich nicht. Heizer. Zuverlässigkeit bis 32%. Nee. Noch irgendwas? Zugbegleiter? Nix. Wo ist denn der jetzt? Roberts Landgut Atlanta. Komm mal her. Bin ja noch nicht fertig mit dir, du. Roberts Landgut? Mindestens 3, Alter. Und dann Atlanta. Roberts Landgut. Atlanta. In dieser Stadt steige ich mit ein. Wo und denn? Erhöhe um einen Bahnhof. Ja, das ist schade, dass man das nicht angezeigt bekommt. So, das Landgut. Du kannst mich mal hier. Da müssen wir eigentlich das Landgut kaufen. Der fährt ja hier alleine auf dieser Strecke. Jetzt nicht. Jetzt wird das nämlich der Bahnhof, durch den jetzt hier blockiert. Das ist, ja, so. Der bricht jetzt hier gleich zusammen. Hier ist Mu da. Ne. Da sind die Kühe. Er rauscht jetzt hier durch. Alles klar. So, hier, ihr geht mir hier mal ganz gewaltig. Wir haben wieder jetzt... Oh, die hat hier... Alle. Im Streubesitz. Eine Million. Du solltest dich auszahlen lassen, solange du noch kannst. Ja. Wenn du mir auf den Sack gehst, nehme ich einen Kredit auf und kaufe die restlichen 8%. Dann erfahren wir, ob mir was bei 51% unternehmen oder nicht. Wenn ich das jetzt hier verkaufe. 182.000. Nee. Okay, alles klar. Der Kollege, hier seht ihr das wieder durch, wie die durcheinander fahren. Der braucht sich darum überhaupt nicht kümmern. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben 16 Züge. Keiner ist zumindest im roten Bereich. Was ist mit dir los? Atlanta, Montgomery, Fracht. Atlanta, Montgomery, Fracht. Ui. Und da blockiert er uns natürlich auch. Das ist natürlich schlecht. Wo ist denn der? In Montgomery ist der Kerl. Ich mach mal... Das halt so. Probleme in Atlanta. Reporter deckt Missstände auf. Ach, das ist hier von einem Kollegen. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Reporter seine Informationen haben könnte. Ja, das Sack. Wie sieht's hier aus? 405 im Quartal. Ich will doch nur spielen. Du Alte. Nerv mich nicht, ne? Wenn ich 2 Millionen Guthaben erreiche, kaufe ich für die nächste 1 Million Marktschreier. Was macht der denn? Montgomery, hier unten ist aber... Okay, da ist es hier. Jackson ist ein bisschen zu klein. Was ist denn das? Ah, Indianers. Vor das Jahr werden wir überfallen. Da brauchen wir hier so... Warte mal, ich kann doch aber auch Roberts Land. Nehmt ihr Korn? Garantiert nehmt ihr Korn, ne? Ja, 2,2. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren. Aber neugierig bin ich schon. John Bull gestohlen. Ihr ländlicher Betrieb befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage und Sie sind auf der Suche nach einem neuen Investor. Wo denn? Nein, bist du teuer.
Was heißt denn, wenn der mir jetzt hier... Hier los. Elmo, was macht was? Wieso machst du jetzt auf einmal miese? Wird beladen, was denn? Holz. Mach das mal so. So, runter hier, nochmal gucken. Was wollte ich eben tun? Ich wollte hier irgendwie Korn anbinden nach Montgomery. Korn nach Montgomery. Hast du ein Gleis oder zwei Gleise? Ein Gleis. Und dann wirst du ausgebaut. Das kostet ja nicht viel. Und du kriegst Wartungsgebäude. Der Gewinner der Aktion darf diese Lokomotive einsetzen. Wieso sehe ich denn nicht, was die kann? Nö. So. Warum da? Da dran. Und da rein. Huch. Nee, warte mal. Wieso? Ich hab dich hier ausgebaut und wieso? Hä? 108.000, wieso bist denn du so teuer? 1%? Nee, komm, schauen wir mal. Wieso kann ich denn jetzt mit diesem Bahnhof... Das ist ja interessant. Hä? Ich baue einen Bahnhof und darf nicht da raus? Die Kurve dieses Abschnitts ist zu eng. Ja, geht's noch? Das hab doch nicht ich gemacht. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich muss jetzt so machen? Warte mal, wie war denn das hier mit dem Gleisabschnitt entfernen, Gleisabschnitt festlegen, Shift. Oh, weg mit dir. Also, was beklopptest du? Geht nicht. Jetzt kriege ich das Gleis nicht angebunden. Ja, da haben wir wieder so ein Beispiel, wo man... Ach, was warst du da eigentlich? Auf schöner Wetter? Was war denn das jetzt eben? Wieso hatten die jetzt da gewartet? Ach, das bin ja gar nicht ich. Was ist denn das für ein Käse? So. Weg mit dir. So geht's aber. Ja, das ist ja bescheuert. Nur weil ich da nicht das Gleis machen kann, oder wie? Sowas. Gibt's denn sowas? Aber naja. Okay. Wissen wir ja, ne? Ach, hier darf ich jetzt wahrscheinlich kein Signal setzen. Da ist aber ein Signal. Richtungssignal erreichen, Mehrfachsignal, Stoppsignal, Signalrichtung ändern. Shift. Will ja gar nicht, warte mal. Der ist ja hier oben dran. Dann musst jetzt du nämlich hier. Nee. So nicht, meine Herren. So. Und hier unten auch nochmal. So. Jetzt haben wir hier einen größeren Bahnhof, der hat sogar ein Wartungsgebäude. Der hat ja richtig hier Sachen am Laufen. Post und Pakete. Was hast denn du für eine Lok?
Eine John Bull 040. Das hier? Einstellungskosten sorgt für reibungslose Beladung, erhöht deutlich die Gruppe. Nein. Sorgt für reibungslose Beladung, erhöht deutlich die Transport von Post, weil das ist nämlich ein Post- und Passagierezug. Hier, da oben. Ich kann gerade mal gucken, ist okay. Das ist okay, jetzt machen wir hier nochmal schnell. Okay, da muss noch ein... Nee, muss nicht. Da ist so ein... Zuglinie einrichten. Korn. Hier machst du mir mindestens aber mal 3, bitte. In Montgomery fährst du auf was für ein Gleis ein? Nicht auf dem. Du fährst auf dem ein. Und Beladung. Ja, komm, machen wir automatisch. Zack. Block. 135.000. Du bist Fracht und du? Gemischt. Ja, die reicht auch. So. Dann gucken wir mal schnell. Dann gucken wir mal schnell. Du bist nur Fracht. Ja, hier. Zack. Mit der fahren wir jetzt nochmal mit zum Ende der Folge. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dann gucken wir mal. Dann Fleischindustrie in Atlanta. Der Bürgermeister hat ein Büro kontaktiert. Die Industrie befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand. Er sucht einen Investor, der den Vorzugspreis erwirbt und auf Vordermann bringt. Er findet keine Auktion statt. Möchtest du die Industrie für 215.000 übernehmen? Wo in Atlanta? Wieso kann ich denn jetzt hier keine Details zum Beispiel aufrufen? Ich will jetzt wissen, was ist... Nee, meine. Ich will die alte übernehmen, deswegen brauche ich 2 Millionen. Da unten. Hier. Deswegen brauche ich 2 Millionen. So. Hier. Hier. Och. Kameraposition wechseln. Was ist denn das jetzt wieder? Machen wir hier. Weiter spielen. Okay, nochmal. Zack, mitfahren. So lang ist die Strecke ja nicht. Ja, 40 km/h, wirklich schnell. Gut, das ist auch gemischt, ne? Wir haben nicht die Frachtlok genommen, aber das macht jetzt nichts. Irgendwie sind unsere Einnahmen nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Wir gucken, ob da irgendwelche Züge sich irgendwo stapeln. Hier, Korn. Ne, Getreide ist das, ne? Weiß ich gar nicht. Da steht ein anderer, wartet. Warum wartet er? Weiß er selbst nicht, obwohl der Bahnhof leer ist. Ah ne, der ist nicht. Das ist ja hier die... Wahrscheinlich wartet er auf uns. So, Rinder. Und abliefern. Mach mal zu. Da ist er. Liefer mal deinen Kram ab. Da kommt der andere Kollege. So, jetzt könnt ihr euch hier bitte nicht streiten beim Rausfahren, ne? Er nimmt jetzt eigentlich keinen mit. Vielleicht nur Post für die Farm. Mehr aber auch nicht. Und schießt los. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.